Hallo meine Lieben, bitte liebes Spinmaster Team, könnt ihr bitte den Album rausbringen, den Album Sony? Es wäre sehr, sehr nett, wenn ihr den Album rausbringt. Hier habe ich noch ein paar Bilder, wie er aussieht. Ich zeige euch, was jetzt erstmal alles dabei ist. Wo haben wir denn das schöne Bild? Also bitte auch seid auch so nett und bringt auch den Album Sony raus. Ihr könnt alle Generationen rausbringen, wenn ihr möchtet. Die zeige ich euch jetzt, wie viele Generationen es gibt. Erstmal lösche ich das Ganze, was ich hier oben bei Google rausgesucht habe. Dann gibt es jetzt ein großes Bild. Das heißt, das sind die ganzen Albus. Und bitte bringt doch diese ganzen Albus raus. Das wäre sehr, sehr lieb von euch, weil ich möchte so eine Figur. Und erst einmal wollte ich euch schnell zeigen, welchen Albo ihr zuerst herausbringen könnt. Könntet, es wäre wirklich sehr, sehr lieb von euch, dass ihr alle Albus rausbringt. Ich muss allerdings erst ein Bild raussuchen, wo alles dabei ist. Man sieht hier schon sehr schöne Bilder. Es wäre wirklich sehr, sehr lieb von euch, dass ihr so eine Albu-Figur rausbringt. Liebes Spinmaster-Team, ihr müsst das machen. Das ist mein allergrößter Wunsch, den Albu zu besitzen. Und es gibt zwar schon sowas, aber bitte, ihr müsst das aber günstiger machen. Ihr dürft es nicht so teuer verkaufen. Das reicht unter 10 Euro für so eine Figur. Bitte. Wenn ich euch mal jetzt was schnell was zeigen kann, dann zeige ich euch jetzt schnell. Ihr wisst es zufällig nicht, dass ich ein großer Fan vom Albo bin. Mein größter Wunsch, den zu besitzen, halt wenigstens als so eine Figur, wo man halt bewegen kann oder zum Spielen einfach benutzen kann oder auch einfach, wie nennt man das jetzt? Das ist zwar eine, das ist ein 3D-Modell, das ist eine Software, die muss man sich herunterladen. Und das ist halt ein bisschen doof. Es gibt zwar schon Figuren, aber leider haben die so teuer verkauft und sind nicht in Deutschland. Bitte, liebes Spin Master Team, bitte, bitte bringt den Albo raus. Es ist wirklich mein allergrößter Wunsch, eine Albo-Figur zu besitzen. Und das werde ich euch bitte, bitte, mein liebes Spinmaster Team, ihr müsst euch bei mir melden. Das Video ist der Wahnsinn. Ich zeige viel über den Album. Und es wäre mein allergrößter Wunsch, mindestens einen Album von Spinmaster zu besitzen. Bitte macht einen Album raus. Bitte als Figur zum Bewegen und zum Spielen. Das wäre wirklich sehr, sehr lieb von euch. Bitte, 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 ihr müsst das tun. Ich habe euch jetzt diesen Auftrag gegeben. Bitte macht sowas, bitte. Jeden Album könnt ihr ganz gerne rausbringen. Ihr könnt ruhig auch den neuen Album rausbringen. So, ich zeige euch mal, was alles dabei ist oder wie viel der kostet. So, wo haben wir denn den? Also ihr könnt ruhig auch die Ladestation in klein, also in klein machen. So sieht halt die Ladestation aus. Ihr müsst sie original machen. Dann könnt ihr auch den Akku ganz gerne machen. Den Akku müsst ihr natürlich auch so original machen. Nur halt nicht so teuer verkaufen. Dann müsst ihr ihn ungefähr so machen. Wenn euch zufällig nicht dazu beeinfällt. Dann so sieht der richtige Albo RS210. Den hätte ich halt schon ganz gerne als... So als Spielfigur oder so, als ganz normale Figur zum alles bewegen, also Kopf, Beine und den Schwanz zu bewegen und die Ohren, dass man ihn halt selbst bewegen kann. Es wäre halt schön, wenn ihr halt die ganzen Sachen halt rausbringen würdet. Das wäre wirklich mein größter Wunsch. Und das werde ich euch jetzt kurz mal nochmal zeigen. Wo haben wir denn den Albo? Haben wir hier irgendwo einen Albo? Nee, gut, ich muss wieder zurück. Dann zeige ich euch mal, bitte, ihr müsst sowas rausbringen. Und das war mein allergrößter Wunsch, dass ihr das rausbringen würdet. Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Bitte, ihr müsst was rausbringen. Ihr könntet auch gerne noch irgendwas vielleicht... Wenn ihr wirklich so Lust habt, euch mal was Neues zu ausdenken, vielleicht bitte meldet euch. Das ist ein wirklich wichtiges Video. Ihr müsst euch dieses Video anschauen. Vom Albo Sony ist nämlich wirklich teuer. Und ich würde euch das
Ich würde euch das gern dann. Bitte macht's was. Es wäre mein größter Wunsch, wenigstens eine Albo-Figur vom Albo RS210. Hier sieht man, was alles dabei ist. Ihr seht hier die Kamera. Genau, ich mache das mal ein bisschen schärfer. Das heißt, ihr müsst hier alles die Albo-Tasche machen. Den Albo im Kleinen, den Ball wäre natürlich nicht schlecht. Und die Station, die wo ich euch gerade eben gezeigt habe. Hier seht ihr nochmal alles, was wirklich, was ihr alles machen. Also ihr müsst alles machen. Es ist ein Auftrag von mir. Es war meine Idee. Und es wäre auch mein größter Wunsch, diesen Albo als Figur zu haben. Und was man halt mit der machen kann. Genauso wie alle anderen. Hier sieht man nochmal, was alles dabei ist. Es ist wirklich mein allergrößter Wunsch, wenigstens eine Albo-Figur vom RS210 zu besitzen. Bitte nicht zu teuer verkaufen. Unter 5 oder mindestens unter 10 Euro könnt ihr diese Figur, müsst ihr sogar verkaufen, weil das ist der Auftrag Spin Master für das Spin Master Team. Ja, ich wollte euch da kurz nur informieren, dabei, dass mein größter Wunsch ist, diesen Albo in Figur zu besitzen. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ich gemeint habe mit dem My Happy Albo. Die zeige ich euch jetzt mal schnell, weil die sind schon ein bisschen zu teuer für euch. So, ihr seht jetzt schon, da kommen ein paar Suchergebnisse. Und das sind jetzt diese Clan May Albo. My Albo. Das heißt, ich gehe jetzt mal bei eBay. Das wird hier nicht in Deutschland verkauft. Ihr seht, die Preise sind vielleicht unter 20 Euro. $20, $39, $70, $20. Manchmal wird sogar nochmal angeboten. Für $20, $29. Genau, von dem My Happy Albo ist halt wichtig, dass ihr das wirklich mal vorstellen wollt. Und hier seht ihr, hier ist diese Figur ausverkauft. Also es wäre ganz, ganz schön, wenn ihr euch das machen würdet. Ich würde euch zum Schluss noch ein kleines Video mit dem Albo Sony zeigen, was er wirklich ist. Liebes Spin Master Team, ich würde mich gerne sehr freuen, wenn ihr mal so eine Figur auf den Markt bringen würdet. Ihr habt jetzt Zeit, ihr könnt das ruhig schon anfangen zu überlegen, ob ihr sowas machen wollt. Dann überlegt euch das. Es wäre nämlich ein größter Wunsch, diesen Albo zu besitzen. In nicht so klein, sondern ungefähr wie die normalen Dragons Action Figuren. So einen könnt ihr mir beibringen. Das wäre nämlich echt mein größter Wunsch. Zum Schluss zeige ich euch noch ein Video vom Albo. Jetzt zeige ich euch nur mal die Videos. Also ich zeige euch das jetzt erstmal. Ich mache das jetzt nicht so groß, weil sonst wisst ihr ja später nicht. Achtung, Sie wohnen einer Geburt bei. So verkauft zumindest Sony diese Präsentation in der japanischen Hauptstadt Tokio. Das Baby ist ein Roboterhund, er heißt Albo. Kurz nachdem er aus seinem Kokon geschlüpft ist, beginnt er sich auch schon zu bewegen. Er kann mit dem Internet verbunden und per App gesteuert werden. Außerdem bildet Albo Sony zufolge einen eigenen Charakter aus. Er lernt Tricks und kann Fotos machen. Unser Hund ist erst gestorben. Mein Vater liebt Hunde. Wir haben diesen Hund gekauft, weil wir ein neues Familienmitglied wollten. Sony hatte bereits 1999 einen Roboterhund auf den Markt gebracht. 2006 stampfte der Konzern das Projekt aber wieder ein, wegen finanzieller Schwierigkeiten. Nun ist Albo wieder da und die Fans sind begeistert. Offenbar kann man bestimmen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Ich wünsche mir einen wilden Jungen. Albo kostet umgerechnet rund 2500 Euro und soll bald auch außerhalb Japans erhältlich sein. Details sind aber noch nicht bekannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebes Spin Master Team, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wirklich diesen Albo rausbringen würdet in so einer Version, die zum Beispiel zum Spielen, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Das war My Happy Albo, das ist, ich weiß, ich war schon übertrieben. Ich wünsche mir gerne sowas. Also ich würde gerne das machen. Das ist mein Video.